Ich bin der Stefan Pöschl. Zusammen mit meinem Vater und der ganzen Familie bewirtschaften wir im Bayerischen Wald eine Fersenmast am Pöschlhof. Für uns ist ganz klar, dass es unseren Tieren gut gehen muss, dass am Ende ein gutes Produkt entstehen kann und wir viel Freude an der Arbeit haben. Wir haben uns 2019 den Stall gebaut, um von der Anbindehaltung wegzukommen und haben dabei auch besonders auf den Komfort und die Tiergesundheit geachtet. Das Besondere ist dabei, dass unser Stall in drei Funktionsbereiche unterteilt ist. Im vorderen Bereich haben wir unseren Fressbereich, in den hinteren zwei Bereichen ist quasi die Liegefläche und der Bewegungsbereich. Die Tiere können sich in der Box frei bewegen, das heißt, in einer Box sind bei uns 10 Tiere. Eine Box hat 60 Quadratmeter, pro Tier stehen dann 6 Quadratmeter zur Verfügung. In dem Liegebereich und im Bewegungsbereich ist uns sehr wichtig, dass da eine Strohmistmatratze entsteht, dass sie die Tiere so bewegen können, wie sie wollen. Die Besonderheit von unserem Stall sind nicht nur die verschiedenen Bewegungsbereiche, sondern auch unsere Einstreuanlage. Eingestreut wird bei uns automatisch. Die Einstreuanlage häckselt das Stroh ganz kurz und entstaubt dieses zugleich. Durch die Entstaubung haben wir in der Woche ca. 200 bis 300 Liter Staub, das abgesaugt wird und den Tieren beim Atmen nicht beeinträchtigt. Das Schöne an unserem neuen Stall ist, dass wir viel frische Luft und viel Tageslicht in den Stall bringen und somit das Tierwohl sehr verbessern. Uns liegt der regionale Kreislauf sehr am Herzen. Unsere Tiere kommen aus der Region, sie werden mit Futter aus der Region gefüttert und die Schlachtung und Vermarktung ist auch wieder regional. Wir stallen nur Absetzer von Mutterkuhhaltern ein, weil wir genau wissen möchten, von wem wir die Tiere bekommen. Und wir schauen uns alle Tiere vorher selbst am Betrieb an und holen auch diese selbst von den Betrieben ab. Unsere Tiere bekommen nur Futter von unseren eigenen Flächen, überwiegend Maissilage, Grassilage, ein bisschen Heu. Die Kleinen im Alter von 8 bis 12 Monaten bekommen zusätzlich noch ein bisschen Getreideschrot. Dadurch, dass wir das Futter per Hand vorlegen, haben wir die Tiere immer im Blick und können auf kleinste Veränderungen reagieren. Vom Gewinn des Tiergesundheitspreises möchten wir für unsere Rinder für jede Box Kratzbürsten anschaffen und somit das Tierwohl in unseren Stall noch weiter zu verbessern.